Meinerseits begrüße ich ganz herzlich die Teilnehmer und ich möchte Sie gerne so auf eine kleine Reise mitnehmen in die Welt von Machine Learning. So, ich nehme mal. Ja, einige wenige Worte zu meinem Werdegang. So, ich habe in Peking an der Universität Beijing University studiert mit einem sehr, sehr schönen Campus. Und dann ging ich in die Schweiz nach Bern, habe dort promoviert und habilitiert und nach einem kleinen Intermezzo in St. Gallen und an der TU Berlin bin ich seit 2000, oh, ein bisschen her, 2002, jawohl, an der WWU in Münster. So, ich nenne meine Arbeitsgruppe Musterkennung und Bildanalyse, PRIA. Und wir betreiben Grundlagenforschung, anwendungsorientiert und naja, im Bereich Musterkennung, Machine Learning und auch Bildanalyse. Und da geht es primär darum zu verstehen, also Daten, insbesondere Bilder zu verstehen, also was ist der Inhalt von solchen Daten. Und dieses Verständnis erlaubt letztendlich dann Entscheidungsfindung. Und naja, wir haben es auch zu tun mit vielen Anwendungen, insbesondere zum Beispiel medizinische Bildverarbeitung. Gut, was Anwendungsprojekt angeht, ein kleines Beispiel. Bis etwa vor 2 Jahren waren wir beteiligt an diesem BMBF-Projekt. Da geht es darum, den emotionalen Zustand vom Autofahrer beziehungsweise auch Interaktion mit dem Beifahrer zu erfassen, das irgendwie in die Steuerung zu integrieren. Beteiligt war auch ein großer Autohersteller Deutschlands mit dem ersten Buchstaben des Alphabets. Gut, und ja, wir arbeiten nicht nur mit Bildern und hier ein Beispiel zur Analyse von Zeitreihen. Und das ist ein aktuelles Projekt in Zusammenarbeit mit UKM. Da geht es um die Diagnostik von Parkinson Patienten mit Zeitreiheninformationen. Sie sehen unten rechts verschiedene Informations, naja, also mal Merkmale von einer Person und man erfasst irgendwelche Bewegungen und diese Zeitreihen, die werden dann analysiert. Gut, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema des heutigen Vortrags. Und ich werde natürlich gezwungenermaßen gewisse Vereinfachungen vornehmen in diesem Vortrag, um das möglichst verständlich zu machen. Und daher definiere ich mal Machine Learning ganz simpel. Das ist eine Wissenschaft über Prädiktion, Vorhersage. Wir sehen hier links Daten und wir wünschen aus Daten irgendwelche Ausgabe. Und wir erwarten natürlich, es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen Daten und Ausgabe. Dieser Zusammenhang wird modelliert durch irgendein passendes Modell hier, ja. Die Frage lautet, die Kernfrage lautet natürlich, woher haben wir dieses Modell? Gut, die bekommen wir aus Daten. Naja, wir haben Daten, wir haben Trainingsdaten, wir haben Methoden aus Machine Learning und damit lernen wir mithilfe dieser Trainingsdaten so ein Modell. Was heißt, wir lernen ein Modell? Also jedes Modell wird beschrieben durch Parameter. Wir lernen die Parameter eines Modells. Also das ist ganz vereinfacht gesagt das allgemeingültige Modell oder Beschreibung für Machine Learning. Ja, was könnte die Ausgabe sein? Und es könnte zum Beispiel, es könnten Zahlen sein, es könnte auch eine Klasse sein. Warum Klasse? Ich komme gleich darauf zu sprechen. Also zuerst mal Zahlen, ja? Also wir erwarten Zahlen aus Ausgabe, zum Beispiel links sehen Sie den Zusammenhang, zwar sogar linear, zwischen Werbeausgabe und Verkaufszahl. Also diese Punkte, die sind einfach Erfahrungswerte aus der Praxis durch, ja, bei verschiedenen Unternehmen zum Beispiel, die man zusammengetragen hat. Und daraus erkennt man einen gewissen linearen Zusammenhang, ja? Also insofern, wenn wir diese lineare Funktion schätzen und anschließend, naja, eine Zahl einsetzen, das wäre die Werbeausgabe eines weiteren Unternehmens,
dann bekommen wir die erwartete Verkaufszahl auf diesem Modell zurück. Gut, dieses Modell ist natürlich besonders einfach, weil das linear ist. Und hier rechts sehen Sie ein etwas komplexeres Modell, nicht mehr linear. Und dieses Modell sagt uns aus über den Zusammenhang oder Beziehung zwischen Anzahl Ausbildungsjahre und ja, Einkommen. So. Insofern sehen wir auf dieser Folie zwei, naja, sehr einfache Situationen, wo es um die Funktionsschätzung geht und wo es darum geht, eben aus Daten Zahlen rauszubekommen. Man kann sagen, also diese Art von Regression, das ist die einfachste Machine Learning Aufgabe. Jetzt komme ich zu der zweiten Art von Ausgabeklasse. Ja? Was meine ich damit? Also denken Sie vielleicht einfach an unser Leben, Alltagsleben. Ja? Nach dem Aufwachen, was machen wir? Naja, eine ganze Menge von Entscheidungen. Diese Entscheidungen, die sind sehr häufig verbunden mit Klassifikation. Und ich gucke ein bisschen aus meinem Fenster, was sehe ich? Ich sehe Bäume, versuche ich mal, die Objekte zu erkennen. Ich sehe auch blauen Himmel, also Farbe und so weiter und so fort. Ne? Und unser Alltagsleben ist wirklich sehr, sehr stark geprägt von dieser Art von Entscheidungen, wo es um die Klassifikation geht. Und insofern ist nie verwunderlich, dass man diese Art von Tätigkeiten auch technisch umsetzt. Ja? Und hier einige Beispiele. Also zuerst mal eins aus der Medizin, medizinische Bildverarbeitung. Sie sehen hier links ein Retinalbild. Und wir möchten gerne die Blutgefäße ja, segmentieren, also markieren. Alles, was hier rechts weiß ist, sind Blutgefäße. Und das ist natürlich eine Klassifikation in Hintergrund oder Vordergrund. Ne? Vordergrund bedeutet einfach Blutgefäß. Und wir können auch das Bild als Ganzes klassifizieren, Krankheit A, B und so weiter. Das sind laute Klassifikationsaufgaben. Und ein weiteres Beispiel, ein trauriges Beispiel, dieser Autoabgasskandal bei Volkswagen und letztendlich auch ein bisschen mehr bei anderen Herstellern. Da ging es eigentlich darum, ja, zu klassifizieren oder zu erkennen, ob ein Auto gerade sich auf einem Prüfstand befindet, ja oder nein. Das ist eine sogenannte binäre Klassifikation. Also die Volkswagen-Ingenieure, die haben diese Aufgabe toll gemacht, also technisch gesehen wunderbar, aber leider eine extrem schlechte Anwendung. Ja? Und im Automobilbereich nun eine gute Anwendung in Richtung also Fahrassistenz und langfristig sogar autonomes Fahren. Sie sehen hier, naja, also heutzutage hat jedes Auto sehr, sehr viele Sensoren mit sich und erfasst die Umgebung um sich. Und hier sehen Sie eine mögliche Klassifikation der Welt um dieses Auto. Ich zeige Ihnen mal ein Video. Da wird dieses Video ja laufend klassifiziert. Also jeder Punkt wird klassifiziert in eine von ja, keine Ahnung, wie vielen Klassen. Sie sehen, jede Farbe symbolisiert eine bestimmte Klasse. Sag mal, Fahrzeug, Baum, Himmel, Fahrbahn, Fußgänger, Fahrrad, Radfahrer und so weiter und so fort. Mit einem zuverlässigen, vollständigen Verstehen der Umgebung, erst dann kann man ja Fahrassistenz bzw. autonomes Fahren betreiben. Also das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Klassifikationsaufgabe in Echtzeit. Und hier ja ein weiteres Beispiel, Sequenzlernen und ja also sprachlich hier ein Sprachsignal und man will den gesprochenen Text herauslesen oder umgekehrt Text in Sprache umwandeln und so weiter und so fort. Also Zeitreihenanalyse ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für Machine Learning. Und bevor ich die Beispiele zu Klassifikation beende, vielleicht eine Denkaufgabe für Sie. Denken Sie mal drüber nach. Naja, wie klassifiziert man Stühle? Was macht einen Stuhl aus? Also ich bin da
am Vorbeigehen einer Buchhandlung auf dieses Buch gestoßen und da habe ich mich schon gefragt, na ja, also die Stühle, die können sehr, sehr unterschiedlich sein, aber für uns Menschen können wir in aller Regel die doch als eine Klasse, nämlich Stühle, erfassen, erkennen. Das ist für den Computer gar nicht so trivial. Wie gesagt, als eine kleine Denkaufgabe für Sie. Was macht die Stühle aus? So, nachdem klar geworden ist, naja, was wir erwarten bei der Ausgabe, entweder Zahlen oder jetzt Klassifikation, stelle ich mal die Frage, naja, wie klassifiziert man überhaupt? Ja? Und hier konkret eine einfache Situation, wir stehen nur vor zwei Klassen, nämlich Basketballspieler oder Kunsttunerinnen. Ja, oder von mir aus auch Kunsttuner, das spielt keine große Rolle. Wie wollen wir die beiden Klassen von Menschen auseinanderhalten? Ich weiß nicht, ob eine Interaktion hier möglich ist. Ich würde gerne vielleicht eine kleine Diskussion haben. Haben Sie einen Vorschlag, wie man diese zwei Gruppen von Menschen auseinanderhalten könnte? Ich denke, anhand von der Körpergröße, eventuell auch das Gewicht. Ja, also wunderbar. Also mehr wollte ich für dieses, vielen Dank, für dieses Spielzeugbeispiel auch gar nicht wissen. Zum Beispiel Körpergröße, Gewicht. Ne? Sofern wir die beiden Größen irgendwie messen können. Ne? Dann wird jeder Mensch, also diese beiden Klasse, zu einem Punkt auf einer Ebene. Ja? Und somit können wir auf dieser Ebene eine Trennfunktion, in dem Fall ganz simpel, eine Gerade von mir aus definieren, diese Trennfunktion trennt die beiden Klassen. Wenn ein weiterer Mensch da reinkommt, dann berechnen wir das Gewicht und die Körpergröße, dann haben wir von mir aus hier ungefähr den Punkt für den neuen, die neue Person, dann heißt es auf der Seite unten links, das sind Kunsttuner oder Kunsttunerinnen, dann ist die Klassifikation so gegeben. Somit heißt es, wir müssen gewisse Eigenschaften, wir nennen diese Eigenschaften Merkmale, also Features, und Features berechnen und dann versuchen im Merkmalsraum, das ist ein Vektorraum hier, sogenannte Trennfunktionen ziehen. In dem Fall besonders einfach eine Gerade. Im Allgemeinen ist diese Trennfunktion natürlich nicht linear, sondern hochgradig nicht linear. Und hier sehen Sie ein kleines Beispiel, naja, hochdimensional. Wir beschreiben dieses Bild mit sehr, sehr vielen Eigenschaften und Merkmalen und bewegen uns insofern in einem hochdimensionalen Raum. Und dort versuchen wir mit einer sehr, sehr komplexen Trennfunktion, ja, die zwei Klassen voneinander zu trennen. Ja, also manch einer sagt, Machine Learning oder Musterkennung ist die Magie, ja, wie man mit hochdimensionalen Räumen umgeht, auf eine sehr, sehr komplexe Art und Weise. Gut, und somit ist die Aufgabe eigentlich klar. Also für ein Muster, was wir klassifizieren möchten, definieren wir zuerst mal Eigenschaften, Features, sagen wir N-Stück. Also insofern bilden wir dieses Muster zu einem Punkt in einem n-dimensionalen Raum, ja. Und ja, jedes Muster, jeder Merkmalsvektor wird dann irgendwie klassifiziert. Ja? Somit brauchen wir einen Klassifikator, ja, F, der uns genau für jeden Merkmalsvektor die Klasse liefert. Ja. Gut, das ist die, also somit haben wir die Klassifikationsaufgabe definiert. Und nun kommen wir dazu über, uns zu überlegen, wie machen wir diese Klassifikation überhaupt? Ja? Also nehmen wir an, wir können für dieses süße Bildchen irgendwelche Merkmale definieren, egal was. Darauf komme ich später zu sprechen. Und die Frage lautet, gegeben diese Eigenschaften, diese Merkmale, wie klassifizieren wir dieses Bild in die Kategorie Katze? Wie funktioniert das? Ja, was hier stattfindet, ist eigentlich, wir berechnen Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen, mit denen wir hier zu tun haben. Nehmen wir mal an, wir haben nur zwei Klassen, Katze oder Hund.
Ja, wir müssen für beide Klassen jeweils eine Wahrscheinlichkeit berechnen und entscheiden uns dann für die Klasse mit der größeren Wahrscheinlichkeit oder mit der größten. Ja, also in dem Fall bekommen wir irgendwie raus, die Wahrscheinlichkeit für Katze ist 0,9 und dann heißt dieses Bild ist von der Klasse Katze. Ja, also insofern heißt es, Klassifikation ist eigentlich auch Regressionsanalyse, nämlich wir berechnen Zahlen, wir berechnen Wahrscheinlichkeiten. Ne? Anhand dieser Klassenwahrscheinlichkeiten klassifizieren wir. Ein anderes Beispiel, links, ja, naja, für uns Menschen ist klar, ne? Das ist ein Hund. Gut, wir für dieses Bild berechnen wir auch dieselben Eigenschaften und dann die Wahrscheinlichkeiten. Ja, zum Glück kriegen wir für die Klasse rund 0,8. Das ist viel, viel größer als die Wahrscheinlichkeit für Katze. Und daher entscheiden wir uns für Hund. Ja. Und übrigens, ich habe bewusst so ein Bild ausgesucht, um ein bisschen die Komplexität anzudeuten. Also wir schauen auf diesen Hund nicht von vorne, sondern von der Seite, also seitlich. Und eigentlich müsste man jedes Tier, auch jeden Menschen von allen Seiten her erkennen. Ja, vielleicht nicht gerade von ganz hinten, aber auf jeden Fall von vorne seitlich. Und das macht die Erkennung, die Klassifikation nicht gerade trivial. Gut, somit ja, haben wir eigentlich, stehen wir selbst bei der Klassifikation vor der Situation. Naja, wir haben unsere Eingabe, das sind die Merkmale, diese Eigenschaften, nicht? Und nehmen wir an, wir haben 10 Klassen, also bei Ziffernerkennung hätten wir 10 Klassen, also von 0 bis 9. Ja? Dann brauchen wir 10 Wahrscheinlichkeiten. Ja? Wir berechnen 10 Zahlen und 10 Wahrscheinlichkeiten und so, also entscheiden wir uns für die Klasse mit der größten Wahrscheinlichkeit. Also das ist die Klassifikationsgeschichte. Also somit komme ich zu einer Vereinfachung dieses Modells. Also wir selbst für die Klassifikation brauchen wir eigentlich nur Zahlen berechnen. Also das sind diese Wahrscheinlichkeiten. Insofern landen wir wieder beim Thema Regression. Ne? Mit Regression berechnen wir ja Zahlen. Ja? Also dadurch ja, findet hier eine gewisse Vereinfachung der Modellvorstellung statt. Ja? Gut. Ja, für die Regression brauchen wir eine Funktion. Ne? Diese Funktion sagt aus über die Beziehung zwischen Ein- und Ausgabe, zwischen Daten und Ausgabe. Ne? Wie soll diese Funktion aussehen? Naja gut, dieses Einführungsbeispiel haben Sie schon gesehen. Das ist eine lineare Geschichte. Wir haben eine Eingabevariable, Werbeausgabe und dann aus dieser linearen Funktion berechnen wir die zu erwartende Verkaufszahl. Und diese Linearfunktion ist schön und gut, aber weit kommen wir damit nicht. Also es ist doch klar, wir brauchen viel, viel komplexere Modellierungsfunktionen als lineare. Und dadurch gehe ich dazu über zu neuronalen Netzen. Ein neuronales Netz ist nichts weiter als eine komplexe Modellierungsfunktion zwischen Ei und Ausgabe. Ich zeige Ihnen gleich, wie mächtig das ist. Auf dieser Folie sehen Sie eine einfache Modellierung eines Neurons. Ja? Und zwar, dieses Neuron empfängt Eingaben, zwar D-Stück, X1, X2 bis XD, das sind einfach Merkmale, Eigenschaften. Ne? Diese Eingabemerkmale, die werden linear kombiniert. Und gut, hinzu kommt noch ein zusätzlicher Faktor. Und das sind die sogenannten Gewichte. Und nach dieser linearen Kombination, also in diesem einfachsten Modell jedenfalls, macht man Folgendes. Je nachdem, ob die Summe ja größer oder gleich 0 ist, dann gibt dieses Neuron ein Signal aus, zwar eine 1. Ansonsten, falls diese Summe negativ sein sollte, dann meldet dieses Neuron mit einer Ausgabe 0. Also das ist eine ganz einfache Einheit, also wirklich rudimentär und keine große Mächtigkeit. Also die Mächtigkeit ergibt sich daraus durch Nutzung von sehr, sehr vielen derartigen Neuronen
und in einer, naja, in einem Stufenmodell. Also hier sehen Sie wiederum die Situation. Wir haben unsere Eigenschaften und naja, hier haben wir in dieser Schicht nicht nur dieses eine Neuron, sondern eine ganze Reihe. Und jedes Neuron funktioniert genau wie hier dargestellt, simpel, ja, gibt dann, entfernt die Daten, dann berechnet was, gibt dann die eine Ausgabe weiter. Das geschieht bei allen Neuronen dieser verborgenen Schicht. Und ja, dann gehen wir zu der nächsten Schicht und ja, also diese, also die Neuronen hier machen was Ähnliches, geben dann irgendwelche Ausgabe. Und letztendlich, naja, haben wir hier sehr, sehr viele Verbindungen zwischen zwei verschiedenen Neuronen. Auf jede Verbindung, auf so eine Kante, gibt es ein Gewicht. Und diese Gewichte, die bestimmen letztendlich die Beziehung zwischen Ei und Ausgabe. Und hier sehen Sie noch einmal, also ich zeige einige wenige Formel, aber ich gebe kurz eine Interpretation, wie diese zu verstehen sind. Und hier, naja, Sie sehen wiederum die Eingabemerkmale, die werden kombiniert durch diese Gewichte und am Ende gelangen wir zur Ausgabe. Und also wie komplex diese Funktion auch sein mag, letztendlich steht diese Funktion da, die Beziehung zwischen Eingabe, also Daten, und Ausgabe. Ja? Und diese Funktion wird bestimmt durch diese Parameter, diese Gewichte, und die müssen dann letztendlich durch Daten gelernt werden. Gut, was kann man mit einem Netz überhaupt erreichen? Und die Motivation war, noch wegzukommen von einem sehr, sehr einfachen Modell, linear, hin zu sehr komplexen Modellen. Ist so ein neuronales Netz komplex genug? Damit können wir wie große Mächtigkeit erlangen? Es gibt eine theoretische Aussage, die besagt, salopp gesagt, mit einem neuronalen Netz können Sie alle Funktionen auf dieser Welt modellieren. Salopp gesagt, ja. Also, das heißt, ja, mit so einem Netz kann man schon sehr, sehr komplexe Sachverhalte modellieren. Und das bedeutet natürlich, man braucht wohl sehr viele, vielleicht Neuronen, vielleicht viele Schichten. Dadurch bedingt hat man es zu tun mit sehr, sehr vielen Kantenverbindungen, sprich Gewichten. Die müssen aus Daten gelernt werden. Und spätestens beim Thema Deep Learning werden wir genau diese Situation haben. Gut, so, ich habe Ihnen vorhin gezeigt, für die Klassifikation brauchen wir, naja, führen wir eine Regression durch. Diese Regression liefert für jede dieser C-Klassen jeweils eine Wahrscheinlichkeit und dann ist die Entscheidung ja simpel, ne? Durch Maximumsfindung. Und ich habe Ihnen gerade gezeigt, so ein neuronales Netz, naja, bekommt Eingabe, liefert Ausgabe und insofern kann man ersetzen, ne, durch eben an dieser Stelle und somit taucht ein neuronales Netz für die Klassifikation ebenfalls, ja, weil wir daraus Wahrscheinlichkeiten bestimmen können und die bilden ja die Grundlage für die Klassifikation. Gut, dann einige wenige Worte zum Lernen. So, Sie sehen hier Trainingsdaten und Sie sehen hier diese Kantenverbindungen. Auf jeder Kante gibt es ein Gewicht und man muss alle Gewichte lernen, ja, aus Daten. Und bei Trainingsdaten haben wir auch die Erwartung, also das Netz soll bei, naja, diesem Merkmaßvektor 0 ausgeben, bei diesem Vektor 1, ja. Gut, wie geht das ungefähr? Ungefähr ist es so, wir initialisieren alle diese Gewichte zufällig. Okay? Und dann gehen wir die Trainingsbeispiele durch. Hier, das ist die Eingabe 1,4, 2,7, 1,9. Ja? Dann aufgrund der aktuellen Gewichte, die zufällig gewählt wurden, kommen wir oder liefert das Netz 0,8. Aber wir erwarten 0. Ja? Also Erwartung ist 0, deshalb machen wir einen Fehler von 0. 0,8. Ja? Dieses Fehlermaß ist entscheidend, um entsprechend die Gewichte anzupassen in einem, sagen wir mal, relativ komplexen Verfahren. Und wir gehen alle diese Trainingsbeispiele durch und mehrmals oder sehr viele Male, also von mir aus sogar Millionen von Iterationen,
um diese Gewichte ja zu einer gewissen Reife zu bringen. Das ist vereinfacht gesagt das Training von neuronalen Netzen mit Trainingsdaten. Gut, und vorhin bei der Betrachtung von Netzen, vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, das ist eine lineare Architektur. Man geht von links nach rechts, ne, einmal durch, dann hat man die Ausgabe. Und es muss nicht sein, es könnte auch so eine Art Feedback geben, also sagen wir mal hier eine Eingabe, Ausgabe und dann diese Ausgabe fließt wieder zurück. Also diese Art von Feedback-Verbindungen sind auch in gewissen sehr speziellen Netzen erlaubt und diese speziellen Netze erlauben oder ermöglichen uns mit Zeitreihen umzugehen. Ja, also hier einfach ein kleiner Hinweis, insbesondere diese Architektur, das ist sehr, sehr populär und bekannt im Umgang mit Zeitreihen-Daten. Gut, nachdem wir Linearklassifikatoren gesehen haben und auch neuronale Netze, hier einige wenige Worte zu Entscheidungsbaum. Und davon haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Und hier sehen Sie ein Spielzeugbeispiel, um Früchte zu klassifizieren, indem man zuerst mal ein paar Fragen beantwortet. Die erste Frage lautet, welche Farbe ist das gerade zu sehen und welche Größe, welche Form und so weiter und so fort. Nachdem einige Fragen beantwortet sind, dann gelangt man zu einer Klassifikation. Ja, gut. Das Schöne dabei ist, man kann mit sogenannten symbolischen Merkmalen umgehen. Ne? Also wir haben Farbe Grün und Rot, nicht mehr mit Zahlen, nicht mehr mit numerischen Merkmalen. Das ist das Wunderschöne beim Entscheidungsbaum. Und hier ein Bild aus dem Eingangsbereich in meinem Fachbereich. Und Sie können fast ahnen, worum es geht. Das ist ein Entscheidungsbaum, der die Regel definiert, wer sich eintragen muss. Zwar in welches Formular, Sie sehen hier, das ist die erste Frage, die zweite Frage und so weiter und so fort. Und an einigen Stellen gibt es eine Antwort. Ja, tragen Sie sich ein in Formular 1 oder 2 und so weiter und so fort. Ja. Ja, ich habe vorhin über das Lernen mit neuronalen Netzen kurz was gesagt. Und natürlich, bei Entscheidungsbaum muss man auch aus Daten lernen. Also man hat zum Beispiel eine Reihe von Trainingsdaten, typischerweise in Tabellenform, ja, und daraus lernt man einfach so einen zum Teil sogar optimalen Baum mit entsprechenden Lernverfahren. Und ich möchte gerne ein bisschen diese Art von Eingabedatenform betonen. Ich glaube, in der Praxis hat man sehr häufig mit dieser Art von Tabellendaten zu tun. Und somit kann man sehr, sehr gut mit Bäumen arbeiten. Es gibt ja sehr, sehr viele Lernverfahren, die aus so einer Tabelle, natürlich ausreichend großen Tabelle, zum Teil optimierte Bäume lernen können. Gut, nachdem wir einige Klassifikatoren gesehen haben, dann möchte ich gerne wenige Worte zum Stichwort Ensemble-Klassifikation oder Ensemble-Methoden sagen. Die Idee ist schnell erzählt. Also wir arbeiten hier bei Ensemble-Methoden nicht nur mit einem Klassifikator, sondern mit mehreren. Mit L, ja, sagen wir L gleich 5 von mir aus, dann haben wir realisieren 5 verschiedene Klassifikatoren. Jeder liefert die Ausgabe, diese Ausgaben, die werden dann kombiniert oder fusioniert, um final zu entscheiden. Ja, natürlich besteht hier die Hoffnung darin, durch diese Kombination, diese Fusion zu besseren Ergebnissen zu kommen. Ja, warum macht man das? Warum macht man diese Kombination oder Fusion? Das hat damit zu tun mit der Unsicherheit bei jedem Modell, was wir auch berechnen aus Daten. Jedes Modell hat gewisse Unsicherheit, beziehungsweise alle Modelle, also es gibt kein absolutes, sagen wir mal, bestes Modell, sondern jedes Modell hat Vor- und Nachteile. Ne? Und wir erhoffen uns durch diese Kombination, diese Unsicherheit zu reduzieren. Also hier sehen Sie noch einmal das grundsätzliche Vorgehen. Man berechnet N-Modelle
und dann berechnet anschließend daraus ein Ensemblemodell durch die Kombination. Und naja, das ist eine ganz allgemeine Idee. Und die Idee kann man auch so nennen als Weisheit der vielen. Ja. Und also ich finde diesen Spruch wunderschön. Es gibt keine Gewissheit oder Sicherheit, sind eher verschiedene Unsicherheitsgrade. Ne? Und genau durch die Weisheit der vielen können wir unsere Genauigkeit, unsere Ergebnisse verbessern. Und ja, bei Baum ist es so, naja, wir können auch verschiedene Bäume generieren und diese Ausgabe oder die Aufgaben der Bäume dann kombinieren. Durch Voting, also zum Beispiel Mehrheitsentscheidung. Ja? Und unter anderem entsteht aus diesem Ansatz der sogenannte Random Forest Ansatz. Also das ist wirklich nur eine Ensemble-Methode mit verschiedenen Bäumen. Die Kombination ist simpel, also Mehrheitsentscheidung. Und das war und ist nach wie vor sehr, sehr populär. Also ich weiß nicht, wie das Durchschnittsalter der heutigen Teilnehmer ist, ob einige junge Menschen dabei sind, die auch ein bisschen mit Xbox, das ist die Spielkonsole von Microsoft, spielen. Ja, und dort gibt's eine 3D-Kamera Kinect und somit wird der Körper, auch Hintergrund natürlich, 3D erfasst. Und anschließend werden alle Punkte auf einem Menschenkörper dann klassifiziert. Also der Körper wird eingeteilt in, glaube, 32 Klassen oder Teile. Und Sie sehen hier, jeder Punkt wird klassifiziert in einer dieser 32 Klassen und wird mit der entsprechenden Farbe versehen. Ja? Und dadurch kann man die sogenannte Pose, die Position einer Person bestimmen. Und ja, wie Sie sehen ungefähr, wie das intern funktioniert, das ist genau diese Random Forest, eine Reihe von Bäumen. Durch die Kombination entsteht eine unglaubliche Mächtigkeit bei dieser Entscheidung. Und überhaupt, also dieses System ist einer der größten Erfolgsstories vom Machine Learning in Bildanalyse, Videoanalyse. Und ja gut, das ist nichts Wichtiges nebenbei. Und einige Kollegen, die haben draußen noch einen kleinen Spaß gemacht. Die haben diese Bäume also auf eine sehr, sehr hübsche Art und Weise visualisiert. Und dann, naja, das ist der Forest, der Wald aus schönen, ja, technischen Bäumen. Also gut, eine kleine Zusammenfassung. Ja, was ich bisher ganz grob und vielleicht auch schnell erzählt habe, naja, also es geht um Modellbildung, also diese Modelle, naja, modellieren die Beziehung zwischen Daten und der zu erwartenden Ausgabe, ja, und diese Beziehung könnte linear sein und natürlich viel, viel interessanter nicht linear, ja, und nicht linear sind zum Beispiel neuronale Netze, egal welche Art, und Entscheidungsbäume. Und ja, auf Basis der einzelnen Klassifikatoren habe ich kurz diese Ensemble-Methoden vorgestellt. Die Erfahrung hat in der Tat gezeigt, dass Ensemble-Methoden fast immer zu einer Performance-Steigerung führen können. Und ich habe unter linearen Modellen noch kurz diesen Namen hier stehen. Das ist ein sehr, sehr populäres Verfahren und zum Teil in sehr komplexen Kontexten. Vor ungefähr einem Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich einen Einblick in die, ja, ein internes Dokument von Bank of England, also Nationalbank von England, gesehen. Und es scheint, dass diese Methode bei denen schwer im Einsatz war bis zu diesem Zeitpunkt. Also, obwohl das ein lineares Modell ist. Gut, nachdem wir einigermaßen wissen, was Machine Learning erreichen soll, wie das eine oder andere Modell, also sprich neuronale Netze und Entscheidungsbaum, so funktionieren, komme ich auf einen Punkt zu sprechen, der sehr, sehr essentiell ist, nämlich Merkmale, Features. Und bisher habe ich nur gesagt, bei diesem schönen Katzenbild berechnen wir irgendwelche Eigenschaften. Naja, diese Eigenschaften sind bestimmt nicht mehr so einfach wie
bei diesem Spielzeugbeispiel Gewicht oder Körpergröße, sondern sehr, sehr komplex. Und wenn wir passende Eigenschaften haben, dann ist die Klassifikation in aller Regel unschwer. Und generell hat sich gezeigt, diese Merkmale, die sind eigentlich viel, viel wichtiger als die Klassifikatoren. Bei guten Merkmalen kann ich die Klassifikatoren zum Teil zwar nicht ganz beliebig, aber doch tauschen. Ja, aber trotzdem gelange ich zu guter Performance. Also die hohe Kunst liegt primär beim Entwerfen von guten Merkmalen eigentlich. Das ist die Core-Kunst von Mustererkennung und Machine Learning. Ja, das Vorgehen bisher, klar, das ist ja die Aufgabe des armen oder der armen Engineer. Die müssen auf gute Merkmale kommen und dann wenden, einen ja, passenden Klassifikator anwenden. Das ist alles. Ja, jetzt komme ich zu Deep Learning. Was ist das Essentielle beim Thema Deep Learning? Also Deep Learning erlaubt uns eigentlich vor allen Dingen automatisches Feature-Lernen von Daten. Also ja, das ist der Kernpunkt. Also hier ganz kurz zur Geschichte von Deep Learning. Oh, bla, Entschuldigung. Und das war und ist so ein Wettbewerb mit der Aufgabe Bildklassifikation. Sie sehen hier also die fünf ja, wahrscheinlichsten Klassen für dieses Bild und so weiter und so fort. Und diese naja, Pinkfarbe bedeutet richtig klassifiziert. Und ich nehme ein Beispiel, was nicht richtig war. Ja, hier. Also die wahrscheinlichste Klasse ist nicht richtig, aber die richtige Klasse liegt immerhin auf dem zweiten Platz. Also hier sieht man die ersten fünf Kandidaten für die Entscheidung. Ja. Und ja, es war ein Wettbewerb, der viele Jahre durchgeführt wurde. Und hier sehen Sie die Ergebnisse aus dem Jahr 2010, 11. Und es war immer so, bei jeder Austragung wurde die Performance gesteigert, verbessert. Aber die Verbesserung hielt sich in aller Regel im Rahmen. Ja, hier sagen wir mal knapp 3%. Und hier geschah es ganz was Spezielles. Es gab vom Jahr 11 hin zu 12 einen Riesensprung, ja, von etwa 10% bei der Fehlerrate. Das war schon extrem erstaunlich. In der Vergangenheit war nie sowas zu erleben gewesen, ja, eine Steigerung von etwa 10%, also viel mehr als 10%, ne, 10%-Punkt, ja. Was ist da hier passiert? Ja, genau das markiert ein bisschen den Anfang des populären Deep Learnings. Und bis 11 hat man eher mit klassischen Methoden gearbeitet. Und im Jahr 12 wurde zum ersten Mal mit dem sogenannten Alex-Netz gearbeitet. Und naja, das Netz sieht so aus. Und jetzt mal einige Zahlen. Übrigens, warum Alex-Netz? Alex, Alexander, das ist der der Vorname des Erstautors für diese Publikation, der hat sich dadurch unsterblich gemacht und naja, es sind 1000 Klassen, ja, und Sie sehen hier auch, dieses Netz liefert am Ende 1000 Zahlen, das sind genau diese 1000 Wahrscheinlichkeiten, ne? Links ist einfach ein Bild und das ist ein Riesending mit, 650.000 Neuronen und insgesamt etwa 60 Millionen Parameter, Gewichte, die mussten gelernt werden. Und ja, man soll dieses Netz ein bisschen genauer sich anschauen, dann merkt man sehr, sehr schnell, ja, es besteht aus zwei Teilen. Links primär, ja, es geht um Feature-Lernen, und das sind die gelernten Merkmale. Und rechts ist nichts weiter als ein, ich sag mal, stinknormales neuronales Netz. Ja? Also nichts weiter. Also rechts ist total unspannend. Entscheidend ist links. Hier werden gute Features gelernt. Zwar aus sehr vielen Daten. Ja? Und ich gehe ganz kurz mal zu dieser Statistik. Und man sieht die ganze Entwicklung. Ja?
Und dann hier 15, dann wurde die Fehlerrate weitergedrückt auf 5, 3, also unter 4%. Und zwar mit einem Netz insgesamt doch, ja, mit 152 Schichten. Sehr, sehr dicht, tief. Also es ist nicht nur die Tiefe, sondern auch wie dieses Netz aufgebaut war, was letztendlich zu dieser sehr, sehr schönen Performance geführt hatte. Ja, das war ein bisschen der Beginn von Deep Learning. Seither herrscht ein Riesenhype. Ja, alle wollten auf den Zug aufspringen. Und auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen einfach einige Anwendungen. Ja. Übrigens, was das Lernen angeht, findet in etwa dasselbe statt. Von der Idee ist her genau dasselbe, wie ich vorhin skizziert habe. Ne? Also Trainingsdaten einsetzen, Fehler feststellen, anhand der Fehler dann die Gewichte anpassen. Also von der Idee ist genau dasselbe. Ja? Nur natürlich sehr viel komplexer. Ja? Gut, hier ein... So, hier gibt's keinen Ton, also ist nur einfach eine Klassifikation der Sportart. Sie sehen hier oben immer die wahrscheinlichste Klasse, also Rollstuhl, Basketball, das stimmt, mit Wahrscheinlichkeit von 0,7, etwa 8. Ja, das ist immer noch richtig. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist auch richtig. Für mich, das ist kein Sport, das, naja, ich würde eher das verbieten als zulassen. So. Ja, das ist Golf. Tennis. Ja gut, hier glaub zwischendurch stimmt nicht so ganz. Basketball. Hier stimmt nicht ganz. Ja, okay. Gut. Ja, und eine weitere Anwendung, auch eine sehr wunderbare Erfolgsstory aus Deutschland. Leider nicht so zahlreich, aber das ist so eine. Also Sprachübersetzung. Und dieses System DeepL, ich habe von einigen gehört, sei angeblich besser, liefert ein bisschen, ja, also bessere Übersetzungen im Vergleich zu Google Translate und so weiter und so fort. Ich glaube, ich überspringe mal aufgrund der Zeit. Das ist eine Bio-Anwendung aus meiner Gruppe. Es geht um die Segmentierung. Das ist ganz gut. Sie sehen hier, naja, so die Bewegung von Zellen. Und also diese Zellen, die haben eine zum Teil sehr, sehr komplexe Struktur. Es geht darum, diese Zellstrukturen zu segmentieren und anschließend die einzelnen Teile entsprechend zu klassifizieren. Und wir haben an diesem Thema gearbeitet und sind zu sehr, sehr schönen Ergebnissen gekommen. So, jetzt zu einer anderen Story. Zwar, bisher habe ich immer gesagt, also die Netze oder von mir aus Machine Learning Methoden, die sind dafür da, um naja, Regression zu machen, sprich Zahlen zu liefern, beziehungsweise auch Klassifikation zu durchzuführen. Ja, man kann damit aber auch Synthese betreiben aus Trainingsdaten, ja, neue Daten, in dem Fall Bilddaten generieren. Und hier, also hier sehen Sie die Entwicklung beim Thema Gesicht und das war der Stand der Synthese vor 6 Jahren ungefähr. Das war nichts Spannendes. Im Jahr 18 sah es schon ziemlich natürlich aus und ich habe von vielen gehört, nämlich das sind dabei werden Bilder generiert, die gar als Gesichtsbilder generiert, die gar nicht existieren. Also ich bin mir nicht so sicher, ob man sowas ausschließen kann. Also sicher ist, dieses Bild oder diese generierten Bilder, die tauchen in Trainingsmenge nicht auf. Ja? Und damit kann man nicht nur Bilder generieren, damit kann man auch Musik generieren. Und hier, naja, gerade Deutschland. 250 Jahre Beethoven. Die Telekom holt das Genie zurück in unsere Gegenwart und vollendet die Skizzen zu Beethovens letztem Werk. Die 10. Sinfonie.
mithilfe von künstlichen neuronalen Netzwerken und weltweit namhaften Experten. Das ist einfach super, dass ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom sich für diese Fragen öffnet und da eben nach Projekten sucht, die auch dieses Verhältnis von zwei. Aufgrund der Zeit beende ich mal das Video hier. Naja, es geht darum, mit Hilfe von neuronalen Netzen Musik zu generieren, um den Stil von Beethoven zu simulieren. Den Anfang der 10. Sinfonie zu vollenden. Ja? Ich bin sehr gespannt, der erste Teil schon vorzogen und auch auf Video auf YouTube zu sehen. Gut, und beim Thema Deep Learning möchte ich auch nicht vergessen, Tabellendaten. Ne? Ich habe vorhin aufgezeigt, wie man mit Tabellendaten Entscheidungsbäume lernen könnte. Ja, und genauso kann man aus solchen Tabellendaten auch neuronale Netze und von mir aus tiefe Netze und mit sehr vielen Schichten lernen. Und das ist ein Thema für sich. Und gerade ist ein Buch erschienen oder wird bald erscheinen. Und das Buch behandelt speziell genau dieses Thema. Ja. Und ich denke, dieses Thema hat wohl sehr viele Anwendungen in der realen Praxis bei Unternehmen. Gut, zu TUS möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Es gibt sehr, sehr viel und hier einige Links mit entsprechenden Diskussionen, sowohl zu klassischen Machine Learning Methoden als insbesondere zu Deep Learning Methoden. Ja? So, einige wenige Worte dazu, warum funktioniert Deep Learning so gut? Warum? Woher kommt das? Ja gut, das hat zuerst mal mit Daten zu tun. Also ich meine, bei Deep Learning hantieren wir mit sehr komplexen Modellen, hochkomplex. Und das heißt mit sehr vielen Parametern, die müssen gelernt werden. Und dazu braucht man sehr viel Daten. Also zum Beispiel bei dieser Bilderkennungsgeschichte, es hat 1,2 Millionen Trainingsbilder gehabt. Und also eben 1000 Kategorien, das ist schon eine ganze Menge, ne? Und für jedes dieser Trainingsbilder hat man die richtige Klasse vorab gelabelt, ja, annotiert. Und Daten, natürlich, viel Daten ist gut, aber es kommt auch auf die Qualität der Daten an. Ja, also hier war eine lustige Geschichte vor etwa vier Jahren ungefähr. Da hat Microsoft ein Chatbot ins Netz gestellt und dieser Chatbot lernt auch zunehmend mit den Eingaben, ja. Und prompt, also schon am nächsten Tag, wird der Chatbot so gelernt, dass der sehr, sehr rassistische Sätze von sich gab, auch sexistische Sätze von sich gab. Der Hintergrund, weil viele User mit, also diese Maschine mit solchen Sätzen bombardiert hatte, und das führt zu schlechten Daten, Trainingsdaten und letztendlich zu schlechtem Training. Gut, zusätzlich zu Daten natürlich braucht man sehr, sehr fortgeschrittene Trainingsmethoden. Ja, algorithmische Entwicklungen war auch wichtig. Oh, klar. So. Und dann Rechenpower, damit ist nicht Supercomputer gemeint, sondern ich sag mal Supercomputer für arme Menschen, nämlich GPU. Da sind wir beim Thema Spiellust oder Spielsucht, je nachdem. Wir viele spielen sehr, sehr gerne. Und insofern hat das die Industrie dazu getrieben, entsprechende Architekturen und GPUs zu entwickeln. Es war ein Zufall oder auch nicht. Diese GPUs, die sind besonders geeignet zum Lernen, also für Machine Learning und auch Deep Learning. Und das hat wesentlich dazu beigetragen zur Entwicklung beim Thema Deep Learning. Also insgesamt kann man sagen, das sind diese drei Gründe, also Big Data, also fortgeschrittene Trainingsalgorithmen und auch GPU als Rechenpower.
Und Spiele waren immer treibende Kraft bei, naja, bei der Entwicklung von GPUs und letztendlich indirekt auch treibende Kraft für die Entwicklung von Machine Learning. Und Deep Learning, naja, es ging schon los damals, vor mehr als 20 Jahren, hat die IBM-Maschine den amtierenden Schachweltmeister Kasparow geschlagen. Das war schon ein Warnsignal an die, naja, an die Welt sozusagen. Sehr viel spektakulärer war der Erfolg von AlphaGo vor 4 Jahren. Der schlug den Weltmeister damals um Längen. Und man muss wissen, das Spiel Go ist um, ja, wesentlich, wesentlich komplexer als Schach. Ja? Und eigentlich vor diesem Erfolg hatte kaum jemand damit gerechnet, dass eine Maschine so den Weltmeister schlagen könnte. Aber das war schon geschehen vor 4 Jahren. Man sieht einen Teil, also hier einen Teil dieser Geschichte. Es war ein Netz, das irgendwas zwischendurch mal gelernt hat. Gut. Ja, ich nach so viel, ja, Lobeswort auf Machine Learning oder Deep Learning, nun auch einige warnende Worte. Warnende Worte, also aufgepasst, also ausgereift ist vieles nicht, ja, und hier ein Beispiel, was häufig auch in den Medien herumgereicht wurde, naja, hier für uns Menschen ist klar, das Alpanda-Bär, ja, und man addiert ein bisschen Rauschmuster dazu, daraus entsteht dieses Bild. Für uns Menschen ist klar und deutlich, das bleibt bei einem Panda-Bär. Aber für ein Deep-Netz, naja, das spuckt prompt eine andere Klasse raus mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, also de facto 100%. Und hier sieht man die Unsicherheit bei Entscheidungen in einem Video. Ja, das soll ein Eisbär sein. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit für Eisbär, ja gut, 0, knapp 0,7, das ist soweit in Ordnung und das ist auch okay. Aber zwischendurch, schauen Sie sich mal das Zwischenbild an. Ja, das ist eigentlich für uns dasselbe. Aber die Wahrscheinlichkeit für Eisbär sinkt auf 0,08, also gar nichts. Man sieht die ganze Entwicklung, diese instabile Entwicklung bei dieser Wahrscheinlichkeitsschätzung. Ja. Das ist schon unglaublich. Naja, das ist ziemlich unerwartet einerseits und nicht ungefährlich für die Klassifikation. Ja, Sie werden sagen, ja gut, was soll das? Wenn ich mich vertue bei Tierklassifikation, ist alles okay. Die Situation hier ist nicht mehr so harmlos. Und das ist eine Studie aus dem letzten Jahr, glaube ich. Da wurde gezeigt, naja, also ein Verkehrskennzeichen. Und dann haben die Autoren das ein bisschen gestört, ein paar Zufallsmuster ein bisschen hinzu addiert. Für uns Menschen bleibt es bei einem Stoppzeichen, ja? Ohne Wenn und Aber. Aber ein tiefes neuronales Netz spuckt, ja, eben Tempolimit 45 raus als die richtige Klasse. Und das ist schon beim Thema autonomes Fahren und beziehungsweise Fahrassistenz nicht mehr so lustig, ne? Das ist genau diese Geschichte. Und daher versucht man generell zu untersuchen, also ich komme langsam zu einigen Entwicklungen, sehr, sehr neu in der Forschungscommunity, zu verstehen, was da passiert, was findet wirklich statt. Also dieses Netz oder TIEF ist eine Blackbox, ja, und bei dieser Eingabe liefert das Netz irgendwie Hahn, ja. Und ja, aber wir verstehen nicht so wirklich, was da passiert. Und daher gibt es aktuell eine ganze Reihe von Arbeiten mit dem Titel Explainable AI oder Explainable Deep Learning. Und die versuchen, etwas mehr Verständnis reinzubringen, zwar auf diese Art, unter anderem. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Eine sehen Sie hier. Ja gut. Wenn wir die Klassifikation Han rauskriegen, dann gehen wir in das Netz zurück, versuchen wir, naja, von rechts nach links, also die Klassifikation findet ja statt von links nach rechts, ne? Also links sind die Merkmale und rechts haben wir die Klasse. Und von dieser Klasse gehen wir umgekehrt zu den Merkmalen zurück, um herauszufinden, welche
Naja, Bildteile haben wirklich dazu beigetragen oder primär beigetragen. Man erstellt ein sogenanntes Heatmap. Ja? So, hier ein paar Beispiele. Also hier bei dieser Klassifikation, naja, Vulkan, ja gut, das ist einfach ein anderes Verfahren hier, naja, haben primär diese Pixel entscheidend dazu beigetragen. Und Kaffeetasse sind diese Pixel. Und bei dieser Videoanalyse für diese Klasse sieht man, naja, primär in diesem Bild, diese Bildteile, die haben wesentlichen Beitrag dazu gehabt. Und diese Analyse kann man natürlich nicht nur für Bilder oder Bilderkennung machen, genauso bei Texterkennung. Sie sehen hier, da sind ein paar Wörter markiert, die für diese Texterkennung eben den entscheidenden Anteil gehabt haben. Ja, gut. Und Deep Machine Learning und Deep Learning, insbesondere mit neuronalen Netzen, und haben so eine Entwicklung genommen, sowohl in der Forschung, auch in der Entwicklung und überhaupt in Anwendungen, sodass das Thema so eine Bedeutung bekommen hat. Das hat dazu geführt, dass diese drei Pioniere ja eben vor einem Jahr den Turing Award bekommen haben. Und das ist in etwa vergleichbar mit dem Nobelpreis. Also das ist sozusagen eine Art von Nobelpreis für Informatik. Ja, hochverdient, hochverdient. Also deren Arbeiten haben wesentlich zur Entwicklung dieser neuronalen Netze bzw. Deep Learning beigetragen. So. Was können wir von Zukunft erwarten? What happens? Sprachanalyse. The Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. What's happening up here? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Google. Ja, ich würde schon sagen, wow, ne? Wenn eines Tages so es überall oder wenn nicht überall an vielen Stellen so gut funktionieren würde. Gut, weitere Beispiele. Ich würde vielleicht ein bisschen überspringen das und das ist vielleicht interessante medizinische Diagnostik und eben der hinten, das ist einer dieser drei Preisträger, der ließ schon vor 4 Jahren verlauten. Wir sollten aufhören, Radiologen auszubilden. In 5 Jahren, das heißt in etwa 2021, werden Deep Learning Algorithmen ohnehin besser funktionieren als die Experten. Ja? Und so ganz so weit sind wir nicht, aber ich denke, insgesamt sind wir auf dem Weg dahin. Das ist eine Arbeit Anfang 2020 in Nature publiziert. Da haben die Autoren ein derartiges System beschrieben zur Prädiktion Krebs, Brustkrebs. Und dieses System sollte besser funktionieren als die Experten. Es geht nicht nur um Diagnostik, sondern weit mehr im Gesundheitswesen. Und hier ist ein Artikel ganz neu im September dieses Jahr in Nature erschienen und da wurden sehr, sehr viele Aspekte aus dem Gesundheitsbereich angesprochen, inwiefern diese von der ganzen Entwicklung profitieren können.
Also wir stehen noch ziemlich am Anfang, aber naja, die Zukunft wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Gut. Ja, und bevor ich das Thema Deep Learning verlasse, möchte ich mit einem Missverständnis, also versuchen, ein Missverständnis aufzuräumen. Es ist häufig so ein bisschen suggeriert oder so, sogar explizit gesagt, Deep Learning gleich tiefe neuronale Netze. Das stimmt in der Absolutheit nicht und überhaupt nicht. Es gibt andere Architekturen und wie etwa Deep Forest, Deep Bäume. Das sind einfach, naja, Ensemble von Bäumen, allerdings sehr, sehr tief. Und die Autoren, die beiden, die haben genauso einen Ansatz hier dargestellt. Das sind nicht zwei Autoren, zumindest der erste, das ist ein international hoch angesehener Forscher im Bereich Machine Learning. Und in ihrem Artikel sagen sie, naja, ihr Ansatz oder Modell hat sehr, sehr viele Vorteile gegenüber tiefen neuronalen Netzen. Also, Deep Learning ist mehr als nur tiefe neuronale Netze. Das möchte ich hier festhalten. Gut, langsam, ja, nähe ich mich dem Ende meines Vortrags und ja, noch ein Thema, ich glaube noch zwei kleinere Themen aus der aktuellen Forschung. Ja, beim Aufsetzen eines derartigen Systems müssen die Ingenieure sehr viele Entscheidungen treffen. Sei es drum, die Architektur eines Netzes zum Beispiel, Größe, also Anzahl Schichten, Anzahl Neuronen und so weiter, die Art der Verbindung und so weiter und so fort. Und beim Lernen selbst gibt es auch einige Parameter. Und damit umzugehen, ist nicht so ganz einfach. Und selbst für Experten. Und daher gibt es da seit ein paar Jahren sehr, sehr aktuelle Forschung, AutoML. Das sind Verfahren, die automatisch ja solche Systeme konfigurieren, ja, aus Daten. Und die Entwicklung begann vor wenigen Jahren, erst ungefähr in den letzten vier Jahren sind einige, naja, Frameworks und Software-Systeme entstanden. Und hier sehen Sie einen kleinen Überblick über derartige Systeme. Also noch einmal, es geht um automatische, sogar optimierte Konfiguration von solchen Lernsystemen. So, ein weiteres, vielleicht ganz interessantes Thema, ich habe vorhin schon einige warnende Worte ausgesprochen beim Thema Deep Learning. Und das ist ein sehr neuer Artikel, erschienen letztes Jahr in Nature Machine Intelligence, mit einer deutlichen Warnung bei vielen ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll, Hochsicherheits- oder wie auch immer, hochsensiblen Entscheidungen. Plädiert der Autor dafür, wegzukommen von Blackbox, Machine Learning Methoden, sondern ja, interpretierbare Modelle zu benutzen, also zum Teil von mir aus Entscheidungsbäume und so weiter, die man viel, viel besser versteht. Und der Autor hat vielerlei Gründe genannt, unter anderem nämlich, also ich habe Ihnen auch diesen Versuch gezeigt, wie man die Entscheidung irgendwie zurückführen könnte auf Bildteile, hier zum Beispiel bei der Klassifikation von diesem Bild, ja, welche Bildteile eher relevant oder wesentlich waren, das ist richtig, aber das ist nur ein Teil der Story, ne? Aber so derartige Verfahren, die sagen nichts darüber aus, wie das Netz funktioniert, ja, wie die Entscheidung herbeigeführt wurde, sondern primär, welche Bildteile hochgradig relevant sind für die Entscheidung. Gut. Und ja, was heißt, mit einfachen Modellen zu arbeiten? Das war eine Neuarbeit, auch erschienen letztes Jahr, glaube ich, von IBM. Die haben Folgendes gemacht. Also die haben zuerst mal argumentiert, warum braucht man einfache Modelle?
Also es gibt ja Experten, die wollen einfach mit einfachen Modellen arbeiten. Und man hat vielleicht nicht Daten genug zum Lernen, vielleicht Ressourcen nicht genug, um komplexe Modelle auszuführen und so weiter. Vor allen Dingen der erste Grund. Aber technisch haben sie was ganz Interessantes gemacht. Die haben tiefe Netze genommen und anschließend Wissen daraus extrahiert, dieses Wissen eingesetzt, um einen Entscheidungsbaum weiter zu verfeinern. Ja? Und also der Entscheidungsbaum liefert vorher, also klassisch, etwa 75% Genauigkeit. Und unter Ausnutzung der Wissen aus einem tiefen Modell konnten die Performance des Entscheidungsbaums auf knapp 90% steigen. Das tiefe neuronale Netz liefert etwa knapp über 90%. Und also wichtig festzuhalten, was hier man sieht, die Performance ist von einem Entscheidungsbaum, ja, nicht von einem tiefen neuronalen Netz. Also das heißt, man versteht die Arbeitsweise dieses Baums recht gut, aber erreicht fast die Performance eines tiefen neuronalen Netzes. Und also dieser Baum ist zustande gekommen unter Ausnutzung vom Wissen aus so einem tiefen Netz. Also ich finde derartige Entwicklungen sehr, sehr interessant und wir untersuchen auch ähnliche Methoden. Gut, und ja, die Zeit ist sehr, sehr fortgeschritten. Insofern würde ich vielleicht etwas überspringen. Ich wollte am Ende noch ein paar Worte sagen über KI. Ich sage mal ganz kurz, KI ist weit mehr als Machine Learning und Deep Learning ist auch nur ein Teil von Machine Learning. Ja, gut. Also insofern in Machine Learning gibt es da eine ganze, also in KI gibt es eine ganze Menge von Teilgebieten, Machine Learning, Computer Vision und Wissensverarbeitung, natürlich Spracheverarbeitung und so weiter und vor allen Dingen auch Robotik. Ne? Also KI ist weit mehr als Machine Learning. Ja. Und nur in den Medien hat man sehr häufig den Eindruck, also wird KI gleichgesetzt, wird mit Machine Learning, zum Teil sogar gleichgesetzt mit Deep Learning. Also das ist ein Missverständnis. Und ich immer. So, um einen Vortrag abzuschließen, ich habe meine Zeit schon überzogen, es tut mir leid, aber noch ein paar weitere warnende Worte. Ich zeige mal dieses Video, zeige ich mal zu Ende, dauert nie lang. Achten Sie bitte genau auf, was hier gesprochen wird. Text-based video editing approach that lets editors insert new text in addition to cutting, copying and pasting the existing transcript text. Our approach allows editing at any point and synthesizes the corresponding correct lip-synced video. The market closed today with Apple's stock price at $191.45 per share. Here we replace 91.4 with 82.2. Okay. The market closed today with Apple's stock price at $182.25 per share. Also dazu bleibt mir gar nichts anderes, als dieses große Warnzeichen mal zu zeigen, ja? Also wenn man schafft, Video so zu verändern inhaltlich, wie weit fühlt das Ganze? Ja, also insofern ist die KI-Forschung auch sehr, sehr, also auch im Kontext mit Machine Learning, Deep Learning, hat sehr, sehr viel mit ethischen Überlegungen und so weiter zu tun. Gut, hier die Folie, die einfach mal auf eine sehr, sehr vereinfachte Art und Weise Machine Learning zusammenfasst und also Machine Learning lernt Modelle aus Trainingsdaten, um die Relation, Beziehung zwischen Daten und Ausgabe zu erhalten. Ja. Und also es herrscht nach wie vor Hype. Ja. Und vor 2 Jahren war gerade auf dem Gipfel sozusagen. Und hier gerade im Bereich KI-basierte medizinische Bildanalyse-Software, das Potenzial wurde geschätzt im Jahr 23 auf mehr als 2 Milliarden. Das ist nur ein vergleichsweise kleiner Teilbereich von Machine Learning Anwendungen. Also das macht schon so viel Volumen aus. Insofern ist das Gesamtpotenzial für die gesamte KI und Machine Learning kaum zu beziffern. Ja,
Also mit dieser schönen Aussicht beende ich meinen Vortrag, und letztendlich soll der Vortrag einen kleinen Einblick geben in die Welt von Machine Learning. Und ich hoffe, aus diesem Hype entsteht, also ich hoffe nicht, ich bin zuversichtlich, aus diesem Hype entsteht eine reife Technologie, sodass man daraus großen Nutzen ziehen kann, vielleicht auch bei Ihren Unternehmen. Ja, vielen Dank.